Ohne zu sterben, ja gut. Ich habe Dinge gemacht, immerhin. Ja, da sind sie wieder zurück beim... Ardo hat bestätigt, was du schon geahnt hast, Kyo. Der Commander ist tot. Ja, du weißt, er hat das Richtige getan. Die Zivilisten haben uns gebraucht. Der Commander hat Vanguard dorthin entsandt, wo wir am meisten gebraucht wurden. Natürlich. Dafür hat er gekämpft. Deswegen tut es so weh. Egal, was als nächstes passiert, das ist das Ende. Deswegen wollte ich nur sagen, ich weiß, dass wir noch nicht lange zusammenfliegen, aber es kommt mir so vor, als wärst du schon immer hier gewesen. Ich glaube, ich spreche für uns alle in Vanguard, wenn ich sage, dass es mir eine Ehre war, an deiner Seite zu kämpfen. Ich weiß, wir haben eine Mission, aber wir haben auch einander. Wir stützen uns, geben uns Schutz. Da draußen passt du auf mich auf und ich auf dich, egal was passiert. Na gut. General Syndulla wartet im Besprechungsraum auf uns. Ich wollte gerade sagen, General Syndulla ist doch noch da. Ja, mit dem Ewing kam ich wesentlich besser zurecht als mit dem Ewing. Es tut mir leid, dass unser erstes Treffen unter solch tragischen Umständen erfolgt. Uns allen wird Linden fehlen. Wir stehen an der Wand. Vanguard hat das Imperium abgewehrt. Aber wir müssen die zivilen Ingenieure in Sicherheit bringen. Du musst konzentriert und einsatzbereit bleiben. Linden sah einen Anführer in dir. Nein, eine Inspiration. Das ist die Willensstärke, die wir brauchen. Besprechen wir die Lage mit den anderen. Uns bleibt kaum Zeit. Ja, das hätten wir auch direkt machen können. Dank deiner Arbeit an den Kommunikationssatelliten hat die Amboss-Staffel unseren Notruf gehört und uns mit Linden Javes genug Zeit für Reparaturen verschafft. Aber die imperiale Flotte hat die Schiffe der Amboss-Staffel nun umzingelt. Sie können nicht fliehen. Deswegen stürzen wir uns wieder in den Kampf. Wir müssen allen genug Zeit für die Flucht verschaffen. Das Ganze von der anderen Seite. Niemanden zurück. Ardo glaubt, dass wir immer noch eine Chance haben. Es mag drastisch klingen, aber die Idee ist folgende. Der Mond ist äußerst instabil und die imperialen Schiffe haben sich um ihn herum positioniert. Wenn wir den Starhawk mit dem Kern des Mondes kollidieren lassen, sollte die Schockwelle die imperialen Schiffe zerstören und uns die Flucht ermöglichen. Vorausgesetzt, wir sind schnell genug. Wie? Der Traktorstrahl des Schiffs feuert unkontrolliert, wenn er überladen wird. Wenn wir ein paar Korvetten in den Strahl kriegen, können sie den Starhawk ziehen und beschleunigen. Vanguard-Staffel, ihr fliegt als erstes. Ihr müsst den Weg freiräumen und den nächstgelegenen Sternzerstörer ausschalten. Yay. Korvetten begeben sich anschließend in den Traktorstrahl und setzen den Starhawk in Bewegung. Er sollte freie Flugbahn haben. Verteidigt unsere Flotte, falls das Imperium bemerkt, was wir vorhaben. Sobald der Starhawk mit dem Mond zusammenstößt, wird die Schockwelle jedes imperiale Schiff in Reichweite erfassen. Aber auch euch, wenn ihr nicht schnell genug zurückweicht. Es ist riskant, aber das Aufopfern des Starhawks ermöglicht uns die Rettung unserer Flotte und der Ingenieure, die weitere Starhawks bauen können. Die Zukunft der neuen Republik hängt hiervon ab. Bringen wir es zu Ende. Du solltest wissen, dass Linden immer in höchsten Tönen von dir geredet hat. Er hat niemals vergessen, was du für ihn bei Foster Haven getan hast. Ich weiß, Krieg erfordert seine Opfer. Selbst als das Imperium Mon Cala angegriffen hat, musste ich einen kühlen Kopf bewahren. Aber Linden war mein Freund. Er wusste genau, was er tat. Doch, Mon Cala hatte er wohl keine Freunde. Aber das macht es nicht leichter. Die Overseer hat sich zurückgezogen, aber die anderen imperialen Schiffe haben uns weiterhin eingekesselt. Du und Vanguard, ihr seid unsere letzte Chance. Ich glaube an dich. Das heißt letzte Hoffnung. Doch was noch wichtiger ist. Ich glaube an die Vanguard-Staffel. Linden hat uns Zeit verschafft. Ich weiß, dass ihr sie gut nutzen werdet. Auf zu deinem Schiff. Jeder Augenblick zählt. Wir konnten sämtliches Personal des Starhawks evakuieren. Ingenieure, Techniker, Mechaniker. Wir haben heute einen enormen Verlust erlitten. All jene, die bei Nadiri ihr Leben ließen. Und Linden. Aber es war nicht umsonst.
Solange wir überleben, gilt das auch für Projekt Starhawk. Und somit auch für die Zukunft der neuen Republik. Zum Glück hat das Imperium nicht die Kontrolle über Nadiri erlangt. Sie waren zu beschäftigt, damit uns zu verfolgen. Ich habe bereits die Meteor- und Hagelstaffeln entsandt, um die Werft zu sichern. Jetzt muss uns nur noch die Flucht gelingen. Auf zu deinem Jäger. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der dann an X-Wing erinnert. Komm schon, schau mich an. Ich habe keine Angst. Wir werden das überstehen, wie immer. Warum bist du so sicher? Weil wir uns niemals im Stich lassen, darum. Wenn wir die Sache hier durchgezogen haben, und das werden wir, was hast du dann vor? Das ist nicht das Ende des Krieges, Frisk. Es ist lediglich ein weiterer Kampf. Schon, aber ich glaube, wir haben uns einen langen Urlaub verdient. Warst du schon mal in der letzten Runde auf Nasha da? Beste Kantine in ganz Outer Rim. Was für ein Glück. Einen Moment lang dachte ich wirklich, du würdest unsere Lage ernst nehmen. Schon seltsam, wohin einen das eigene Gewissen führen kann. Es hat mich weg von meinen stiefelleckenden imperialen Eltern bis hin zu diesem Moment gebracht. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich sie nicht vermisse. Trotz ihrer Ansichten sind sie immer noch meine Eltern. Und meine Schwester. Aber in der Vanguard-Staffel habe ich eine neue Familie gefunden, der ich bis zum letzten Moment treu bleibe. Was als nächstes passiert, ist unser Vermächtnis. Ein Vermächtnis, das ich nur zu gerne mit euch teile. Ach, du, Gani und Kyo, ihr tut ja alle so, als wäre das hier das Ende. Bin ich der Einzige, der nicht vergessen hat, dass wir die Vanguard-Staffel sind? Wir müssen überleben. Wer soll denn sonst die Galaxis retten? Gretchen Tillis? Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo. Mir fallen da schon ein paar ein. Da steht keiner. Und da steht keiner. Haben wir noch irgendwo so einen kleinen Maustroid? Nein. Ach, die Maustroiden waren auf der anderen Seite. So. Du musst für diese Mission in Topform sein. X-Flügler, Y-Flügler, U-Flügler, A-Flügler. Die Wahl liegt ganz bei dir. Nehmen wir den A oder nehmen wir den X? Puh. Der A-Flügler ist natürlich ein bisschen schneller als der X-Wing. In der Konfiguration, die ich ihn habe, ist er ein bisschen weniger wendig, aber dafür kann er schneller auf Beschleunigung gehen. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Wir haben die Ionenkanone. Ja gut, die Laserkanone. Wir können Suchminen einsetzen, die will ich aber nicht. Das Reparaturset ist das Interessantere. Schnellerfassungsraketen, Sperrfeuer, ungelenkte Raketen, die nehmen wir nicht. Standardrumpf, Selbsttarnung. Aber 30% maximale Gesundheit ist mir ein bisschen zu hart. Primärwaffenschaden hoch, Zusatzschaden weniger, feindliche Zielerfassung braucht länger, ist mir egal. Maximale Schilde, dafür Schildregeneration. Ja, das sieht nicht ganz gut aus. Und das ist die Beschleunigung. Aber 150 weniger Schilde ist schon hart eigentlich. Ja. Wir nehmen den A-Flügler. Das kleine A-Flügelchen. Mit dem bin ich eigentlich relativ gut zurechtgekommen, auch mit dem X-Wing eigentlich. Und ja, jetzt habe ich die reine Anti-Jäger-Konfiguration, aber wir müssen eigentlich Sternzerstörer töten. Hier ist General Syndulla. Imperiale Streitkräfte, zieht euch zurück oder werdet zerstört. Jetzt liegt es an uns. Ja, bringen wir es zu Ende. Für den Boss. Was für ein Ort, um zu kämpfen. Eigentlich bräuchte ich was, um den Sternzerstörer zu töten. Na ja, egal. Wir haben schon festgestellt, einzelne A-Wings klappen auch gegen Supersternzerstörer. Habt ihr das auch gehört? Ein Kommunikationsproblem. Auf den Sternzerstörer konzentrieren. Okay, sie hatten ihre Chance. Eliminiert den Sternzerstörer, damit wir den Starhawk in Position bringen können. Ach, irgendwelche Ratschläge, General? Zielt auf die Subsysteme, um es zu schwächen.
So. So, da ein System. Und die sind, glaube ich, sehr schön. Ja, das werde ich ja tun. Bin ja dabei. Freut auf mein Ziel. Autsch. Das tat weh. Vielleicht sollte ich doch den X-Wing nehmen. So zwecks bringt einfach mehr Hitpoints auf die Bahn. Ach nö. Och. Ardo hat bestätigt, was du schon geahnt hast, Kyo. Der Commander ist tot. Ja. Natürlich. Egal was halt. Ich weiß. Ich glaube. Oder kann ich das mit Verlassen überspringen? Nein. Ich weiß, wir haben eine Mission. Komm, überspringen. Also müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Ach, das kann ich komplett überspringen. Das ist ja geil. Ganz gut. Komm. Haben wir schon alles gehört, deswegen. Es ist riskant, genau. Jetzt machen wir das hier noch, damit es einfach komplett ist. Finde ich gut, dass er hin und her springt und der Rest einfach nur weiterläuft. Ach, sehr schön. Wir konnten. Wir haben so lange. Zum Glück hat. Ich habe. Auf zu deinem. So. Dann nehmen wir jetzt diesmal den X-Wing. Du musst für diese Mission in Topform sein. Laserkanone. Automatisch will ich nicht. Die Ionenkanone, die Chaka-Stoßkanone, Salvenfeuer. Also, unterliegt darauf allerdings große Verzögerung. Feuert einige Laserkanonen und dann. Ist jetzt eigentlich auch nicht das große. Der Unterschied Reparaturdruide ist gut. Was haben wir hier? Notfallsturmschild, der wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ionenraketen, Sperrfeuerraketen, Protonentorpedos. Jo. Du kennst dich aus. Zusprengköpfe, ja, passt. Standardrumpf. Maximal Schilde, maximal Gesundheit. Maximale Gesundheit, dafür weniger Beschleunigung und Wendigkeit. Der macht halt Beschleunigung und Wendigkeit. Nehmen wir mal die höhere Gesundheit. Erlitt in der Primärwaffenschaden. Maximal Schilde, Schildregeneration. Mehr Schildregeneration, dafür weniger Schilde. Und hier nehmen wir dafür. Maximale Geschwindigkeit, mehr Wendigkeit. Jetzt schauen wir uns das Ding mal an und die Kiste kann ich gar nicht mehr beschleunigen. Ja, ist klar. Vielleicht lassen wir das. Mehr Beschleunigung und weniger Wendigkeit. Ja, nee. Klasse. Dann nehmen wir den Standard-Ding. Und haben eigentlich sehr, sehr viel. Nee, es ist auch wieder doof. Stärkter Rumpf. Hätte ich wirklich mehr. Ja, das bleibt so. Das bleibt so.
General Syndulla, imperiale Streitkräfte, zieht euch zurück oder werdet zerstört. Jetzt liegt es an euch. Haha. Ja, bringen wir es zu Ende. Für den Boss. Was für ein Ort, um zu kämpfen. So etwas ist mir noch nie begegnet. Ach, ich hoffe, die Imperialen genießen den Anblick, solange sie noch können. Habt ihr das auch gehört? Ein Kommunikationsproblem. Auf den Sternenzerstörer konzentrieren. Okay, sie hatten ihre Chance. Eliminiert den Sternenzerstörer, damit wir den Starhawk in Position bringen können. Ach, irgendwelche Ratschläge, General? Vielen Dank. Die Subsysteme, um es zu schwächen. Mit so. Allem zu, was ihr habt. Go for it. Eliminiert den Sternenzerstörer. Als müssten wir nur einen Bühne und sechs Menschen. Ihr habt mich erfasst. Du bist der Traktorstrahl des Sternenzerstörers. Ich komme mit einem Schub und zerstöre den Emitter. Die Schilde sind zu stark. Wir müssen unter sich fliegen und den Rumpf direkt angreifen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie dieser blöde Traktorstrahl da. Dieser Traktorstrahl hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Also starten wir einfach neu. Ja, danke. Hätte das erwartet. Nehmen wir erstmal die Zielerfassung. Also ist schon fast kaputt. Die Schilde sind zu stark. Wir müssen unter sie fliegen und den Rumpf direkt angreifen. Die Schildkröte des Sternenzerstörers ausschalten. Dann haben wir freie Schussbahn auf ihre Systeme. Wenn wir die Zielerfassung oder die Energiesysteme ausschalten, haben unsere anderen Schiffe bessere Chancen. Und zerstört. Ja, doch noch nicht. Ich bekomme Schilde und ich bekomme Leben. Der Sternzerstörer läuft mit 75%. Schaltet die Turbolader aus. Das würde die Sache vereinfachen. Du bist ja sicher. Rakete ausgewichen, obwohl ich gerade ausgefunden bin. Sehr interessant. Proton-Torpedo. Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. So, komm. Nur etwas mehr. Dann war's das für den Sternenzerstörer.
So. Es sei denn, du wirst langsam müde, Ferez. Schildgenerator 2. Sehr gut. Beide Schildgeneratoren ausgeschaltet. Das Imperium hätte verschwinden sollen. Wir haben sie gewarnt. Sie hatten ihre Chance. Ja. Ach, er ist schon tot. Na dann. Der Sternzerstörer ist kampfunfähig. Gute Arbeit, Leute. Jetzt formiert euch. Was jetzt? Sammelt euch beim Starhorn für Phase 2 des Plans. Halte LT, um das Ziel erfassungsrad und geht auf Ziel. So, wird das erwartet. Alles klar, dann fliegen wir dahin. Alles klar. Wir dachten, wir hätten dich verloren. Wie auch immer. Das erkläre ich später, General. Wie lautet unser Status? Der Starhawk ist auf den Mond ausgerichtet. Ich schicke die Korvetten, um ihn in Bewegung zu setzen. Gebt ihnen Deckung. Korvetten? Um den Starhawk in den Mond zu ziehen und jedes verdammte imperiale Schiff in Reichweite zu vernichten. Ich bin dabei. Bringen wir es zu Ende. Gemeinsam. Ja, verteidige die Korvetten gerne. Komm. Wo ist sie? Da ist der Bomber. Dachte ich mir, wer hätte das erwartet? Protonentorpedo ist geladen, ich brauche garantiert eine Schiffe. So, nicht anders. Du bist jetzt sicher. Noch eine Bombergruppe. Sie setzen alles daran, uns aufzuhalten. Du bist wieder sicher. Flieg weiter. Wie hast du den Starhawk überlebt? Ich habe bei seinem Bau geholfen. Und ich hatte eine Menge Glück. Das Imperium greift unsere Korvetten an. Ohne die Korvetten bewegt sich der Starhawk kein Stück. Helft ihm. Das liegt eine Rakete auf dem Zug. Ich bin da. So geht's auch. Der Bomber, wo ist der? Achtung, Achtung, Strahl!
versuchen wir es mal mit der Protonentorpedo. Nicht, dass der, dass ich Chancen mir ausrechne, dass der trifft, aber ich falle nicht, wenn ich vorher die Bombe erledige. Komm, gib mir Ziele. So, gerne mal. So, Feinde bitte, danke. Wo ist der blöde Jäger? Oh, zu viele Informationen überall. Ach, jetzt sollte ich auch mal wieder Schub geben. Vermute ich mal. Dann kann ich vielleicht auch mal Jäger sehen. Ich schieße mit Protonentorpedos auf Jäger. Wenn er trifft, dann trifft er, aber ich glaube ja nicht, dass der trifft. Ich treffe ja auch nicht. Ey, ich habe ihn mal getroffen. Komm, 30, gleich einmal, gleich einmal. Zerstöre den imperialen Kreuzer. Welcher imperiale Kreuzer? So, der ist schon mal weg. Hallo, wie sieht es aus? Der Starhawk ist auf einem Weg zur Zielposition. Weiter so. Jeder an Bord der Temperance verlässt sich auf uns. Der da. Und du hast sie noch nie enttäuscht. Es wird auch heute so bleiben. Komm. Ich will diesen. Hinter uns.
Was soll da ist er? Ach was. Hey Ardo, siehst du das auch? Bestätigt, feindliche Jäger nähern sich. Ja. Dieses blöde Vibrationszeugs, das macht das Steuern ein bisschen schwieriger. Ja, ich hab sie erwischt und ich hab keine Ahnung warum. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Wir schaffen es hier raus, oder Kyo? Na los, kommt schon! Wieder schon dabei. Ich spüre die Schockwelle direkt hinter mir. Bleib bei mir. Kein Platz, kein Platz. Kyo, siehst du die Öffnung? Fliegen wir doch. Dreh um. Was soll. Dreh um? Ich flieg außen rum, weil einfacher und dann soll ich rumdrehen. Das ist doof. Und diese parkenden X-Wings sind auch doof. So. Dann folgen wir dir halt. Das ist doch mal verarsche. Das ist der Weg. Hört auf den Commander. Vielleicht kommen wir da durch. Das wird knapp. Das wird schon. Ich verbrenne hier. Jetzt nicht unvorsichtig werden. Die Wolken sehen alle gleich aus. Ich sehe Licht, mir nach. Macht man auch nicht so oft. Vor allem, da fliegt man den direkten Weg und ja. Unsere Mannschaft ist sicher und wir können den Wiederaufbau planen. Ihr habt es geschafft, Vanguard. Projekt Starhawk fängt gerade erst an. Von vorne. Vanguard, Vollgas. Recht, drei Errungenschaften. Nice. Gut, weniger als 18 Minuten, ohne zu sterben haben wir leider nicht geschafft, aber alle Missionen der Neuen Republik, zwei Flaggschiffssysteme, Subsysteme, maximale Geschwindigkeit während der Flucht bei Galitan beibehalten und Mission abgeschlossen. Hoffnung ist wie die Sonne. Wenn du nur an sie glaubst, wenn du sie siehst, wirst du es nie durch die Nacht schaffen. Die
Die neue Republik steht vor großen Herausforderungen. Doch dank der Vanguard-Staffel sind wir dem Frieden näher als je zuvor. General Syndulla opferte einen Starhawk für die Chance, eine ganze Flotte bauen zu können. Und bei Nadiri werden wir uns die Waffen schmieden, mit denen wir das Imperium endgültig herausfordern. Der Krieg geht weiter. Doch wir stellen uns ihm mit neuem Mut. Von Helden inspiriert, die für unsere Freiheit fliegen, während wir der Dunkelheit der imperialen Unterdrückung entkommen und uns in das Licht einer neuen Ära begeben. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum sie die Sternzerstörer kapern und dann auseinandernehmen. Aber gut, es ist eine ganz andere Sache. Auf jeden Fall eine schöne Story, die man so in 8 Stunden durchspielen kann. Ich fand es ganz hübsch, dass man hin und her gesprungen ist. Also mal Republik, mal Imperium, mal Republik. Auf der anderen Seite ist es ziemlich kacke, um sich an ein Schiff zu gewöhnen. Wenn man ständig in was anderes fliegt, so, hey, ich fliege jetzt in den Thai wegen Interceptor You What? Und von daher, das ist bei der Kampagne jetzt nicht das Einfachste. Ich bin gespannt, wie ich es dann im Multiplayer mache. Also, den werden wir jetzt gleich mal anfangen, denke ich. Um dann einfach in Ruhe dort ein bisschen mehr Personal Skilling zu betreiben. Aber vorher schauen wir uns doch diesen angenehmen Abspann durch. Weil irgendwie muss man ja die Leute, die an einem Spiel arbeiten, ja doch mindestens dadurch ehren, dass man die Credits sich anschaut. Es ist genauso wie bei Filmen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine Afterscene. Ich meine, es ist kein Marvel-Spiel, da glaube ich das jetzt eher nicht. Aber bei Filmen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, jeweils immer die Credits anzuschauen. Auch wenn ich weiß, dass da keine Szene danach kommt. Hier werde ich das auch machen. Außer es ist ein Assassin's Creed, wo ich dann irgendwann den Eindruck habe, dass das Ganze sich einfach wieder lobt. Weil Wiederholungen von den Credits brauche ich dann jetzt nicht. Aber einmal die Credits durchlaufen lassen, bitte gerne. Ja, es ist ungefähr auch die Kampagnenlänge, die ich erwartet habe. Gut, die ganzen Plotholes, die halt im Kanon drin sind, die halt mit reingekommen sind. Wie zum Beispiel, wir nehmen die imperialen Sternzerstörer auseinander, weil wir den Dura-Stahl haben wollen, um die Starhawks zu bauen. Finde ich sehr gewagt. Das ist jetzt aber eine Sache, wo die kann man mal abseits davon sehen. Die Aktion mit wir erobern den Sternzerstörer, den fand ich super. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass der Sternzerstörer dann sofort auf die anderen Schiffe gefeuert hat, weil wieso sollte die Mannschaft an den Geschützen draufschießen? Was ich auch sehr schön finde, ist bei den Credits hier, dass da Aura Besch immer wieder mal drin vorkommt. Zumindest bei einigen Hauptschriften. Also bei einigen Hauptkapiteln. Ja. Ansonsten war diese Minenmission blöd. Ich fand's einfach blöd. Weil, yay, du hast leider nicht alle Bienen in die Luft gejagt rechtzeitig, weil das sind so viele, worauf muss ich achten? Das fand ich einfach doof. Naja, gut. Haben durchgeschaut. Also haben es durchgeschafft, von daher. Und das Aura Besch, was da drin steht, das ist, glaube ich, immer wieder das Gleiche. Ja, das hätten sie ja wenigstens richtig übersetzen können. Also da hätten sie wenigstens was Richtiges reinpacken können. Und nicht immer wieder die gleichen Aura Besch. Das ist ja wieder. Leute, ihr habt so lange an diesem Spiel gearbeitet. Hättet ihr eine Stunde jemanden hinsetzen können, der die richtigen Zeichen reinpackt. V-
von mir aus auch 2 Stunden, aber viel länger braucht ihr dafür wohl nicht. Die Wörter entsprechend zu übersetzen oder... Gut, es sind schon ein paar mehr. Sagen wir einen halben Tag. Das hätte zumindest die Leute, die die Credits anschauen, enorm beeindruckt. Ansonsten, für die Leute, die jetzt nur die Kampagne spielen wollen, würde ich, wie es bei Battlefront 2 gemacht habe, darauf warten, dass das Spiel quasi auf der digitalen Resterampe landet, die Kampagne durchspielen und es dann wieder zur Seite legen. Ich bin gespannt drauf, wie der Multiplayer-Part sein wird. Den Part kann ich jetzt natürlich noch nicht bewerten, weil ich noch nicht gespielt habe. Und dementsprechend sind wir dann demnächst schlauer. Für alle Leute, die jetzt Twitch zuschauen, ich werde die Kampagne entsprechend auch auf YouTube hochladen. Ihr wisst schon, Zweitverwertung, haha. Mein Plan ist es, morgen die erste Folge rauszuhauen, weil, ha, ich bin ausnahmsweise mal vorne mit dabei. Und dann werden wir ja sehen, was wir und wie lange und wie oft wir spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Multiplayer taugt, werden wir da öfters was von spielen. Geplant sind jetzt... Also ich hatte eigentlich geplant, heute so weit zu kommen, wie es geht. Montag und Dienstag dann entsprechend... also Montag die Kampagne zu beenden und den restlichen Tag sowie Dienstag mit den Multiplayern zu verbringen, um einfach intensiv zu schauen, ob es mir taugt. Sollte ich am Dienstag nicht Squadrons spielen, dann wissen wir, es taugt nicht. Aber da muss ich dann auch erstmal rausfinden. Vor allem, ich muss nur schauen, ob ich die Mauseinstellung vielleicht nochmal ändern kann, dass es eine direkte Steuerung wird und nicht die indirekte, die jetzt da ist, weil die ist noch schlimmer als mit dem Controller. Ein Joystick wäre natürlich super oder ein Flightstick, aber auch den habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Selber schuld. Ich hätte mir heute einen kaufen können, habe ich aber nicht. Morgen kann ich es nicht, also vielleicht mache ich es am Montag. Wenn mir jetzt gleich der Multiplayer so weit taugt, dass ich sage, so, ja, mit einem Stick passt das. Oder könnte es besser passen. Ansonsten fand ich die Meldung ganz am Anfang mit, dein EA-Konto ist leider nicht, ist nur einbeschränkt, du kannst leider nicht multiplayern. Ein bisschen blödsinnig. Da hätten sie reinschreiben sollen, mach erstmal die ersten 2 Missionen, bevor du online spielen darfst. Weil das ist das Tutorial. Wäre eine bessere Wahl gewesen. Wäre eindeutig eine bessere Wahl gewesen. Was ich gut fand, war, nachdem ich die Controller gewechselt habe von Tastatur zu Maus, dass sie mir nochmal die Tutorial-Meldung gezeigt haben mit das machst du damit, das machst du damit. Das hat mir immens geholfen, weil mit Maus und Tastatur, ja, habe ich es ja gelernt, aber ich wollte die Tutorial-Mission dann nicht nochmal machen, wenn ich dann auf Controller gewechselt habe, weil, wie gesagt, die indirekte Maussteuerung, ich bin geflogen, als wäre ich besoffen, weil das kann ich nicht. Mit dem Controller habe ich schon eindeutig mehr Geschick hingelegt. Jetzt zum Schluss eher weniger, glaube ich, aber das mag einfach an der späteren Stunde liegen. Weil, wie gesagt, es sind jetzt 8 Stunden. Wir haben 18:30 angefangen. Nee, 18 Uhr haben wir angefangen. Na gut, nicht gern, ein bisschen später. Der Stream läuft jetzt auch schon 8,5 Stunden, von daher ist ein gutes Stück gewesen. Und an diesem Spiel haben sehr, sehr viele Menschen mitgespielt. Und sie haben die richtige Star Wars Musik übernommen, das ich sehr gut finde. Weil schlecht gewesen wäre, wenn sie jetzt die 7er oder 8er Besuch genommen hätten, aber nein, sie haben auf jeden Fall genügend aus den 4, 5, 6 mit übernommen.
dass man immer wieder diesen Wiedererkennungseffekt hatte, wo ich sage, so, yes, genau so. Das habe ich an der Stelle erwartet. Natürlich den Imperial March an dieser Stelle. Und so weiter und so fort. Zum Beispiel. Oder den... War es der Duel of Fates? Ich weiß es nicht. Ich und Namen merken. Oder Lieder. Ja, das ist das Engagement, das Franchise Web. Da kommt also Development. Eigentlich meiner Meinung nach eines der wichtigsten Teams. Quality Verification ist das zweitwichtigste Team eigentlich. Publishing, ja, ist okay. Braucht man. Content Manager braucht man auch. Q&A sowieso. EAX Support, keine Ahnung. Development and Release Engineering. Ich meine, EA Legal, ja gut, das ist glaube ich das Team, was man bei der Entwicklung nicht braucht. Nein, gar nicht. Worldwide Customer Experiences. Experience. Ich bin mir nicht sicher, was da genau drin und sich drunter vorzustellen ist, aber passt schon. Release Preservation, whatever. DTS Management, DTS. Finde ich super. Ich weiß nicht, was DTS heißt, aber gut, dass ihr da reinschreibt, DTS. Da weiß jeder, was Sache ist. Die Frostbite Developer. Jetzt kommen die auch mal. Ja, Product Management sind auch ein paar. Program Management. Ja, Engineering. Da haben halt wirklich viele mitgearbeitet. Das ist. Aber was sagt ihr zu dem Spiel? Bis jetzt. Was sagt ihr zu der Singleplayer-Kampagne? Ihr, die mir jetzt gerade zuschaut. Oder was sagt ihr zu dem Teil, den ihr bis jetzt gesehen habt? Abgesehen von meinen Flugkünsten, die ja unter einer... ja. Die so gut sind, dass sie, dass ich eigentlich einen Sternzerstörer fliegen müsste, weil der bewegt sich so wenig. Dann könnte ich vielleicht auch was damit reißen. Hat euch die Story soweit getaugt oder habt ihr da auch irgendwelche Probleme drin gehabt? Und wir müssen jetzt, ich muss dazu sagen, die Grafik, die ich jetzt, die wir gesehen haben, ist eine sehr geringe Grafik aus dem Grunde, dass ich halt nur eine Minimal-Voraussetzungsgrafikkarte zum Beispiel drin habe. Aber es war trotzdem gut. Ich vermute mal, mit einem besseren Rechner, mit einer besseren Grafik und so weiter, dann, Walt Disney Company, Lucasfilm Games, sieht das einfach nochmal mehr episch aus. Vielleicht werde ich dann auch nochmal die Story durchspielen, wenn ich einen besseren Rechner habe. Aber das wird... steht leider jetzt erstmal an zweiter oder dritter Stelle, dummerweise, weil da noch andere Sachen zu tun sind. Vor allen Dingen andere Gelder auszugeben sind für andere Dinge. Star Wars 3D Asset Group. Und was mich gefreut hat, war, dass Hera Syndulla dabei war. Die Dame aus Star Wars Rebels. Das war auch so ein... Wait, die kennst du doch. Und halt der Pilot aus dem Trailer auf der imperialen Seite. Das war auch schön. Der die Titan-Staffel angeführt hat. Tausende von Piloten.
Original Star Wars Film Music, John Williams. Ja. Performance Capture. Ja, da ist halt. Es sind halt sau viele Leute dabei gewesen. Ich will nicht wissen, was dieses Spiel zu bauen gekostet hat. Audio Post Production. Wenn wir jetzt nach dem Filmtitel gehen, müsste es demnächst irgendwann enden. Ja, jetzt kommen die Partners. Mindwalk Studios, a Keyword Studio. Ja, alles klar. Das klingt nach einer chinesischen Firma von den Leuten, die da mitarbeiten. Wahrscheinlich denkt sich irgendein oder hat sich irgendein ein Product Manager oder Projektmanager gedacht, ach, wir packen einfach mal alles rein, das ist sowieso keiner durch. Ah, Localization, ja, das, wir sind so ziemlich am Ende. Okay, es sind ein paar Spanier dabei gewesen. Da haben wir die Jungs in Deutsch. Die Franzosen. Squadrons Babies. Alles klar! Auch während dieser Produktion sind ein paar Babys produziert worden. Und ein paar Leute gestorben. Special Thanks. To Game Changers. Finde ich schön, wer da alles dabei war. Star Wars Stories zum Beispiel und Very Special Thanks for George Lucas. Du hast die Einzelspieler-Story abgeschlossen und dafür folgende Gegenstände erhalten. Schau im Anpassungsmenü vorbei, um auf sie zuzugreifen. Lackierung, Starboard-Staffel, Lackierung, Unterdrückung. Ah, schön. Wenn ich jetzt drücke, bricht die Musik ganz abrupt ab. Sehr schön.